Herzlich willkommen zur Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Ziegler'schen. Wir feiern miteinander Gottesdienst hier in der Kapelle auf dem Höchsten, 600 Meter oberhalb des Bodensees und bei Ihnen zu Hause. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht, unendlich schwer, von einer Person kaum haltbar. Es ist das Gesetzbuch. Hier drin steht auf Tausenden von Seiten, was Recht ist, was Gerechtigkeit ist und wie man zur Rechtfertigung kommt. Anfangend mit dem Grundgesetz, dem bürgerlichen Gesetzbuch, dann ist natürlich auch das Handelsgesetzbuch drin und die Straßenverkehrsordnung und so weiter und so fort. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, wer und was uns immer wieder vervorurteilt und wie wir rauskommen aus dem Prozess der lebenslangen Rechtfertigung. Zu Gast dazu ist Bernhard Müller, er ist Richter. Musikalisch freue ich mich auf Carola und Andy Laux. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst miteinander feiern, nicht im eigenen Namen, sondern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lade Sie ein, dass wir miteinander singen, wie schön leuchtet der Morgenstern. Psalm 145 ist überschrieben, gnädig und barmherzig ist der Herr. Ich lade Sie ein, diesen Psalm miteinander zu beten. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Dein Reich ist ein ewiges Reich, und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Heiliger Gott, wie ein Blatt im Wind, werden wir von unseren Wünschen und Sorgen bewegt. Unser Herz füllt sich mit dem, was der Tag bringt. Herr, wir bitten dich um deinen Geist, damit wir deinem Willen Raum geben und nicht im Winde treiben. Hilf, dass wir unter den vielen Worten dein Wort hören
und unter den vielen Bildern das Bild Jesu Christi vor Augen behalten. Gib uns deinen Geist, damit wir sehen und hören. In Jesu Namen. Amen. Laux und Laux, das sind starke Stimme und starkes Saxophon. Die beiden Musiker gehen in die Tiefe und tauchen charmant plaudernd wieder auf. Man spürt als Zuhörer dabei, dass sie ihre Zuversicht aus einem tief empfundenen Glauben schöpfen. Carola singt ausdrucksstark mit einem Hauch von Soul und Jazz, sodass es einem unter die Haut geht, und gleichzeitig macht sie einen Zehnfingertanz auf ihrem Klavier. Ihr Ehemann Andreas entlockt seinem Saxophon unentwegt Gänsehauttöne und bringt die Songs mit seinen Percussion-Instrumenten zum Grooven. Heute sind beide bei uns und erzählen uns musikalisch, was passiert, wenn dein Tag nicht hell wird. Wenn du schon am Morgen müd bist, wenn sich Sorgen gegen dich verschwören, wenn's dir viel zu viel wird, wenn dich der Kummer auffrisst, dann bring ich dich übern Berg, du wirst sehen. Gib nicht auf, komm, lass uns gehen. Sich wund reibt, wenn dir's Wasser bis zum Hals steht, wenn die klugen Tipps nicht funktionieren, wenn du nichts mehr fühlen kannst, deine Hoffnung langsam drauf geht, dann bring ich dich übern Berg, du wirst sehen. Gib nicht auf, komm, lass uns gehen. Wenn alle anderen auf dich pfeifen, ich halt dir die Hand, wenn nichts mehr geht. Ich mal am Horizont für dich 1000 Silberstreifen. Ich bring dich übern Berg, du wirst sehen. Gib nicht auf, komm, lass uns gehen. Bring dich übern Berg, du wirst sehen. Vor dem Gipfelkreuz werden wir stehen. In der Bibel in Sprüche 16, Verse 1 bis 9 steht: Der Mensch setzt sich's wohl im Herzen, aber vom Herrn kommt, was die Zunge reden wird. Einen jeglichen dünken seine Wege rein, aber der Herr prüft die Geister. Befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Der Herr macht alles zu seinem Zweck, auch den Gottlosen für den bösen Tag. Ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Greuel, und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Durch Güte und Treue wird Missetat gesühnt, und durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen,
so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Hatten Sie schon mit einem Richter zu tun? Ich persönlich einmal in Sachen Flensburg, aber behalten Sie es bitte für sich. Aber da hat man schon Respekt, wenn man vor einem Richter steht, der einen dann schuldig sprechen kann oder frei sprechen kann. Ich freue mich auf meinen Gesprächsgast heute. Es ist Bernhard Müller. Er ist Richter und deshalb habe ich auch den nötigen Respekt vor ihm. Ich freue mich, dass Sie da sind in der Stunde des Höchsten. Hallo, Herr Richter, hätte ich fast gesagt. Hallo, Herr Müller. Dankeschön. Erste Frage an Sie, warum sind Sie Richter und nicht Anwalt und damit auf der Seite der Schwachen? Das hat eine ganz persönliche Geschichte. Ich war früher in der Finanzverwaltung etwas Ähnliches wie ein Zöllner im gehobenen Dienst und habe mich dann entschlossen, Jura oder Rechtswissenschaft zu studieren. Und als ich dann in die Referendarzeit kam, zwischen dem ersten und zweiten Staatsexamen, kam ich zu einem Richter, einem Zivilrichter, der mir das Bild des gerechten Richters vermittelt hat. Und damals habe ich gedacht, wenn du es vom Examen her, von den Noten her schaffst, dann gehst du in die Justiz und wirst Richter. Gibt es für Sie Momente in Ihrer richterlichen Tätigkeit, wo Sie ans Aufhören denken, weil Sie denken, ich werde diesen Parteien nicht gerecht, ich kann nicht Gerechtigkeit herstellen? Im einzelnen Prozess ist mir der Gedanke eigentlich noch nicht gekommen. Es gibt aber Überlegungen, bei denen ich an unserem Rechtsstaat etwas zweifle. Und zwar ist es leider so, dass, was Sie vorhin mit Ihrer ersten Frage angeschnitten haben, oftmals zweierlei Maß vor Gericht gibt. Wenn Sie beispielsweise einen Wirtschaftskriminellen nehmen, der 1, 2, 3 Millionen betrogen oder unterschlagen oder hinterzogen hat, der kommt in vielen Fällen aus bestimmten Gründen, was jetzt hier zu weit führen würde, mit 2 Jahren Aufbewährung davon, während ein Dieb, der im Laufe von 2, 3 Jahren vielleicht 5 oder 8 oder 10 Mal Beträge von vielleicht 50 Euro stiehlt, irgendwann in diesem Verlauf damit rechnen muss, ins Gefängnis zu kommen. Und das sind Überlegungen, da bin ich der Auffassung, da läuft etwas schief in unserem Rechtsstaat. Und insofern habe ich sogar schon einmal in ein Urteil hineingeschrieben, dass man sich so langsam als gewissenhafter Richter fragen muss, wie lange man dieser Ungleichheit noch dienen kann. Jetzt ist es ja so, dass Sie als Richter selber auch mit so etwas wie einem höchsten Richter zu tun haben. Sie kennen diesen Begriff aus der Bibel. Hat das für Ihre berufliche Tätigkeit irgendwelche Konsequenzen, irgendeinen Einfluss? Ja, und zwar deshalb, weil ich eigentlich nur im
Nebenberuf sozusagen Richter bin. In meiner Hauptberufung, sage ich jetzt einmal so, bin ich ja Christ. Mein Christsein bestimmt sozusagen mein Sein. Und ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass ich nur dann auch mich ein Stück weit vor mir selbst rechtfertigen kann, wenn ich weiß, ich kann mich auch gegenüber Gott rechtfertigen. Und da muss eine gewisse Stimmigkeit gegeben sein. Ich kann nicht auf der einen Seite so leben, dass ich selbst Gewissensbisse haben muss und auf der anderen Seite verurteile ich Menschen wegen vielleicht ähnlichen Dingen, die ich selbst getan habe oder getan hätte. Und von daher gesehen ist meine Verantwortlichkeit gegenüber Gott durchaus auch ein Maßstab in meiner richterlichen Tätigkeit. Erklären Sie mir das mal als Richter. Was heißt das, sich vor Gott rechtfertigen zu müssen? Vielleicht kann man es einmal an dem Rechtfertigungsgrund im Strafrecht deutlich machen und an dem Begriff der Rechtfertigung in der Theologie. Der Rechtfertigungsgrund im Strafrecht bedeutet, dass ich möglicherweise objektiv eine Straftat begangen habe, die dazu führt, dass ich bestraft werde. Beispielsweise, ich habe einen Menschen erstochen oder erschlagen. Oder nehmen wir ein ganz praktisches Beispiel. Ein Polizeibeamter hat einen Angreifer erschossen. Und der Angreifer selbst war schwer bewaffnet und ihm blieb gar nichts anderes übrig, als den Angreifer zu töten. Dann ist für den Polizeibeamten ein Rechtfertigungsgrund gegeben, der besagt, dass er freigesprochen wird. Ähnliche Situationen kann man sich auch im privaten Bereich vorstellen. Die Rechtfertigung gegenüber Gott hat meines Erachtens einen anderen Charakter. Ich kann mich selbst gegenüber Gott nicht rechtfertigen, sondern die Rechtfertigung gegenüber Gott hängt ja auch mit dem Begriff der Gerechtigkeit zusammen. Und ich habe einmal nachgelesen, was das bedeutet, Gerechtigkeit Gottes. Das hat etwas damit zu tun mit Ganzheit, mit Heilung. Und die kann ich mir nicht selber aneignen, die muss mir sozusagen geschenkt werden. Und von daher gesehen ist für mich natürlich der Rechtfertigungsgrund im theologischen oder im geistlichen Sinn ein anderer, die trägt mir ein anderer an, während im Strafprozess, da kann ich mich sozusagen selbst rechtfertigen, dass ich sage, ja, ich musste so handeln, um mein Leben zu schützen. Während im Bereich des Glaubens, meines Verhältnisses gegenüber Gott, in meiner Beziehung gegenüber Gott, da kann ich nicht sagen, lieber Gott, ich bin so gerecht, mir kann in der Beziehung zu dir überhaupt nichts passieren. Haben Sie ein bestimmtes Bild als Richter von Gott? Sie haben vorhin vom gerechten Richter gesprochen. Jetzt sagt man in der Bibel auch, das ist eigentlich Gott, der einzig und allein gerechte Richter. Es heißt ja in der Bibel, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Aber was vielleicht heute in der Diskussion zu kurz kommt, was aber mein Gottesbild geprägt hat, ist der Begriff des heiligen Gottes. Dass Gott zunächst einmal heilig ist, dass er zunächst auch einmal abgesondert ist von uns Menschen. Und diese Heiligkeit Gottes zu Menschen eigentlich nur von ihm her überwunden werden kann. Und das ist eben nun mein Glaube, dass diese Überwindung des Grabens oder der Kluft eben durch Jesus Christus geschehen ist. Man kann vielleicht in Ansätzen das vergleichen im Recht mit dem Begriff der Bürgschaft. In der Bürgschaft ist es ja so, dass ein anderer für mich die Schuld bezahlt. Da haben wir auch dieses Verhältnis, dass die Schuldbezahlung von außen herkommt, von einem Dritten. Und so ähnlich kann man es auch im Bereich des Glaubens sehen, dass meine Beziehung zwischen Gott und mir nicht
durch meine Bezahlung hergestellt werden kann. Ich habe nichts mehr, ich habe Gott nichts zu bringen, sondern im Bereich des Glaubens ist es eben so, dass Jesus Christus sozusagen für mich bezahlt hat und dadurch die Beziehung zu Gott wieder hergestellt werden kann. Aber in der Welt des Gerichtes ist es vermutlich überhaupt nicht real oder präsent, dass der Schuldige, dass der Angeklagte ein besonderes Verhältnis zum Richter hat, oder? Ein besonderes Verhältnis zum Richter wird natürlich bei einer einmaligen Begegnung nicht herstellbar sein. Ist im Grunde ja auch nicht ohne weiteres gewünscht, weil der Richter soll ja nicht in einem Freundschaftsverhältnis zum Angeklagten stehen. Da tauchen ja sogar Gedanken der Befangenheit auf. Aber es gibt natürlich gute Kunden, das sage ich den Leuten ja auch. Wir kennen uns jetzt ja schon zum dritten, vierten, fünften Mal haben wir uns gesehen. Und da entwickelt sich so etwas wie eine Beziehung. Ich denke gerade bei Alkoholikern, die immer wieder kommen, entweder weil sie getrunken haben, haben sie eine Straftat begangen, oder weil sie haben eine Straftat begangen, um trinken zu können. Sie haben Alkohol geklaut, und da kommt natürlich die Frage, immer wieder auch die Frage, wie kann ich denn hier herausholen? Und da stellt sich beispielsweise die Frage der Therapie. Hier sind wir ja auf dem Höchsten, wo solche Fragen ganz aktuell sind. Und da versuche ich dann schon auch auf die Angeklagten einzuwirken, dass sie sich einer solchen Therapie stellen. Es gibt auch Situationen, in denen ich den Eindruck habe, dass die Angeklagten in ein anderes Umfeld kommen müssen oder, ich sage es jetzt mal so, eine Art seelsorgerliche Hilfe brauchen. Und dann habe ich es schon verschiedentlich so gemacht, dass ich einen Seelsorger angerufen habe und habe gesagt, ich habe den und den Fall. Und wären Sie bereit, sich mal mit dem Mann zu unterhalten, weil der ganz andere Probleme noch hat, die man jetzt einfach nicht einfach psychiatrisch oder psychologisch aufarbeiten kann, sondern wo es vielleicht auch eben um die Frage der Vergebung von Schuld geht, und die kann natürlich ein Psychologe oder ein Psychiater so nicht ohne weiteres leisten. Das war sehr inspirierend, mit Ihnen zu reden. Ich könnte noch stundenlang weiterreden, möchte Sie gerne noch einmal einladen. Herzlichen Dank, Herr Müller, dass Sie bei uns waren in der Stunde des Höchsten. Für Ihre Tätigkeit Gottes Segen, für Ihre Zukunft alles Gute. Gott begleite Sie. Vielen Dank und auch Ihnen Gottes Segen für Ihre Arbeit. Vielen Dank. Die Welt des Gerichtes, über die wir gerade mit Richter Müller gesprochen haben, ist nun also keine Sonderwelt, sondern eigentlich nur ein besonders auffallender Spezialfall dessen, was immer und überall gilt. Wer sich rechtfertigt, macht das meistens nicht freiwillig, sondern weil er sich rechtfertigen muss. Und ehrlich gesagt kann eigentlich keiner von uns diesem Zwang entrinnen, sich ständig rechtfertigen zu müssen, weil keiner der Frage des anderen entrinnen kann, warum hast du das eigentlich getan? Warum hast du das nicht unterlassen? Was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Hättest du das nicht auch anders tun können?
Wir finden uns ständig vor als solche, die gefragt werden und die antworten müssen. Als solche, die angeklagt werden und als solche, die sich ständig rechtfertigen müssen. Zugleich aber natürlich auch als solche, die Recht haben wollen. Wie gesagt, die Welt des Gerichtes ist kein Sonderfall, sondern nur das, was uns eigentlich täglich beschäftigt und als Menschen ausmacht. Und wir können uns eben auch nicht auf Dauer entziehen, durch Rückzug, denn wir brauchen einander. Und genau die anderen bestimmen meistens über mein Sein oder Nichtsein. So sein dürfen oder so nicht sein dürfen. Kranke, alte, behinderte Menschen können ein Lied davon singen. Aber auch Jugendliche mit schlechten Startchancen ins Leben, die fragen, darf ich so sein, wie ich bin? Mit all meinen Defiziten und Mängeln? Reiche ich oder reiche ich nicht? Bin ich wertvoll für die Gesellschaft, wertvoll genug? Erfülle ich genügend Voraussetzungen, Vorbedingungen, Ideale, Ansprüche? Wenn mich einer erkennen würde, so wie ich wirklich bin und mich dann nicht verurteilt, sondern schätzt, richtig einschätzt, richtig wertschätzt, dann könnte ich leben, dann könnte ich mein Leben entfalten. Erkannt zu sein und anerkannt zu sein, das wäre die Voraussetzung dafür, dass mein Leben gelingen könnte. Aber nicht nur alte Menschen, kranke Menschen, behinderte Menschen, junge Menschen mit schlechten Startchancen landen auf der Anklagebank. In unserer Zeit ist es gang und gäbe, gehört es fast schon zum guten oder schlechten Ton, dieses endlose gegenseitige Fragen und Anklagen. Mit welchem Recht gibt es dich überhaupt und gibt es dich nicht vielmehr nicht? Mit welchem Recht bist du so, wie du bist und nicht vielmehr anders? Und unter dem Druck dieser Fragen muss jeder seine Existenzberechtigung unter Beweis stellen. Jeder hat ohne Pardon die totale Beweislast für sein eigenes Sein dürfen und so sein dürfen. Wenn einer arbeitslos wird, hat er heute mit diesem Tribunal zu kämpfen. Wenn jemand ein Kind verloren hat oder ein behindertes Kind bekommen hat, muss er sich verantworten, muss er sich rechtfertigen. Wenn einer versagt hat in einem Projekt, in einer Aufgabe, wenn einer gescheitert ist in einer Beziehung, wenn einer, der Philosoph Odo Marquardt sagt, sein ganzes Leben lang steht jeder von uns vor einem Dauertribunal, bei dem jeder zugleich als Angeklagter, Ankläger und Richter agiert. Sein Leben lang sucht er Entschuldigungen dafür, dass er lebt, dass es ihn gibt und nicht vielmehr nicht gibt und dass es ihn so gibt, wie es ihn gibt und nicht vielmehr anders. Wie wollen wir weitermachen? Wie wollen wir zurechtkommen, zu unserem Recht kommen vor diesem Dauertribunal? Unser ganzes Leben lang sich rechtfertigen zu müssen und dann sich selbst verwirklichen zu müssen oder aber von all diesem Beweisdruck, von der Beweislast, von dem Druck, von dem Zwang endlich befreit, endlich erlöst zu sein. Wenn man angeklagt ist, wenn man sich verteidigen soll, ist es gut, wenn man vor einem Richter sitzt, der einen zwar durch und durch kennt, aber von dem man weiß, dass er ohne Ansehen der Person ein gerechtes Urteil fällt. Wenn man weiß, dass er kein Vorurteil fällt, sondern quasi ein letztes Wort spricht, das gilt, das auch Wahrheit ist. Dieser höchste Richter, vor dem wir nicht erst irgendwann stehen, sondern vor dem sich heute schon alles an Leben abspielt, hat über mich interessanterweise das erste und das letzte Wort, dieser höchste Richter, den wir als Gott bezeichnen. Vom ersten Wort, von seinem ersten Wort über mich, heißt es in Psalm 139 folgendermaßen. Ich danke dir. Ich danke dir, dem höchsten Richter, dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Das heißt, jeder Tag, jeder Gedanke, all mein Tun und Lassen
sogar mein Aussehen, meine Eigenschaft, mein Charakter, mein ganzes Leben ist von Gott im Voraus gut und sinnvoll durchdacht. Ich bin von ihm schon vor allen anderen, selbst vor dem Blick meiner Eltern, voll im Blick und dadurch voll erwünscht und voll gewürdigt. Mit diesem lange über unserem Leben ausgesprochenen Erwünschtsein und mit diesem Prädikat wunderbar gemacht, dürfen wir leben. Und das ist von Gott ja ganz persönlich gemeint. Für Sie, für mich. Übrigens ist das nicht eine in erster Linie aus dem hohlen Bauch rausgekommene Liebeserklärung, sondern das ist in juristischem Sinne ein Urteil, das Bestand hat. Gott hat als höchster Richter unser Leben so hingerichtet, von Anfang an, dass es das Urteil verdient, absolut recht, so wie es ist. Das erste Wort dieses höchsten Richters, quasi sein Vorurteil, mit dem wir leben dürfen, ist: So wie du bist, ist es gut, und so wie du bist, bin ich für dich. Dieser Richter hat nun aber nicht nur das erste Wort über uns, quasi wie ein Vorurteil, sondern er hat auch, und das beschreibt Paulus einmal sehr schön im Römerbrief, er hat auch das letzte Wort über uns, das endgültige Urteil. Und dieses Urteil lautet im Römerbrief, Kapitel 8, ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Wie oft wird der Widerspruch, den wir im Alltag erfahren, erdulden, erleiden müssen, zu einem letzten Wort, weil es hängen bleibt, wenn meine Person, mein Charakter, mein Tun, mein Lassen, mein Sein, mein Haben, mein Können oder Nicht-Können verletzt wird vom anderen, wenn es in Frage gestellt wird, wenn ich mit meiner Person verunglimpft, beleidigt werde, in Verruf gebracht werde. Wie oft kommt einem solchen Vorurteil dann die Bedeutung zu von letztem Urteil, letztes Wort gefällt über dich, als ob es das schwergewichtigste, wortgewaltigste gewesen wäre, was mich trifft. Paulus stellt das alles hier radikal in Frage. Er ordnet das alles dem Vorläufigen, dem Vorletzten zu, wirklich dem Vorurteil. Das Letztgültige ist, Gott ist für uns. Das ist nicht nur Vorurteil, sondern letztes gültiges Urteil, das nicht revidiert werden kann. Da kann man nichts und niemand mehr kann Widerspruch einlegen. Weder Tod noch Leben, sagt Paulus, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur kann uns davon scheiden. Das letzte Wort von Gott über mich heißt, ich bin für dich, so wie du bist. Und nichts kann jetzt gegen dich sein. Dass das ein für alle Mal feststeht und zuverlässige Rechtsprechung ist, haben wir Christen Christus zu verdanken. Er hat sich für unsere Verteidigung stark gemacht. Er hat sich für unsere Entschuldigung eingesetzt. Ich muss mich nicht mehr selber entschuldigen. Er hat mich ein für alle Mal entschuldigt. Er hat am Kreuz gezeigt, dass das Todesurteil an ihm ausgeführt wurde und nicht an uns hängen bleibt. Und dass von nun an jedes Urteil, auch die Vorurteile, letzten Endes in einem Freispruch enden. Wir dürfen als Freigesprochene mit erhobenem Haupt die Anklagebank verlassen, mit dem Wissen, der höchste Richter ist für uns und bleibt für uns. In diesem Wissen leben Sie. Amen.
Ich lade Sie ein zum Fürbittengebet. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du uns deine Zuwendung schenkst. Hilf uns, in Dankbarkeit und Hoffnung zu leben, dass wir in dir einen gnädigen Richter haben. Schütze uns vor der heillosen Angst. Wir seien auf uns alleine gestellt, in allem rechtfertigen müssen, in aller Suche nach Entschuldigungen. Wehre der gefährlichen Illusion, wir seien die Herren, die anklagen können. Lass die Kraft deiner Liebe unter uns leuchten, damit der Schein deines ewigen Lebens in unser Leben fällt. Sei uns in allem, was wir tun oder lassen, ein gnädiger Richter, ein barmherziger Gott. Lassen Sie uns miteinander so beten, wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir sind nun fast am Ende des Gottesdienstes und ich hoffe, Sie konnten ein wenig den Freispruch erleben, der über Ihrem Leben hängt. Und ich hoffe, Sie können leben mit diesem gnädigen Richter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben zu unserem Gottesdienst, schreiben Sie uns per Mail oder per Post oder hinterlassen Sie einfach einen Eintrag auf unserer Homepage im Gästebuch unter www.stundedeshoechsten.de. Auf dieser Homepage können Sie übrigens auch die heutige Predigt herunterladen, noch einmal nachlesen. Und Sie finden viele weitere Informationen. Wir danken Ihnen ganz herzlich, wenn Sie diese Fernsehgottesdienstarbeit unterstützen. Es ist uns ganz viel wert, mit Ihnen gemeinsam hier Gottesdienst zu feiern. Danke, wenn Sie uns dabei helfen. Ein Gottesdienst kostet ca. 3.500 Euro und das pro Sonntag. Bitte helfen Sie uns, dieses viele Geld zusammenzubekommen. Auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de finden Sie weitere Informationen. Oder rufen Sie uns an unter 08000 135 135. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Die Stunde des Höchsten, unsere Sendezeiten sind jeden Sonntag um 8.30 Uhr und um 14 Uhr, donnerstags um 0 Uhr, freitags um 6 Uhr in der Früh und am Samstag um 12 Uhr mittags. Wir haben auch Postkarten mit den Sendezeiten, die Sie gerne übers Internet oder telefonisch bestellen können. Wir schicken sie dann zu. So können Sie andere einladen oder andere herzlich grüßen. Gehen Sie nun als die von Gott Gesegneten
in die kommende Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen guten und tiefen Frieden. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Sie erinnern sich an das Schärflein der Witwe mit ihren Pfennigbeträgen. Mit ihren Centbeträgen hat sie dazu beigetragen, dass die Arbeit im Reich Gottes vorwärts geht. Danke, wenn Sie uns auch auf die gleiche Weise unterstützen. Dieser Fernsehgottesdienst kostet uns viel. Auch die diakonische Arbeit, die wir täglich an über 6000 Menschen, die uns anvertraut sind, tun, braucht Ihre Unterstützung. Damit Sie wissen, wer wir sind, zeigen wir Ihnen folgende Bilder, in der Hoffnung, dass Sie uns nicht nur kennenlernen, sondern auch ein wenig lieb gewinnen und unterstützen. Seit fast 200 Jahren kümmern sich die Zieglerschen im württembergischen Wilhelmsdorf um hilfesuchende Menschen. Begonnen hat alles mit einer kleinen Gruppe mutiger und engagierter Christen. Inzwischen sind die Zieglerschen zu einer großen diakonischen Einrichtung geworden. Fast 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen rund 6000 Hilfesuchende. Freut ihr euch schon? Fliegen? Hast du ein bisschen Herzklopfen? In unseren Seniorenzentren finden alte Menschen eine neue Heimat. Viele von ihnen sind hochbetagt oder schwer demenzkrank. Der richtige Ansprechpartner sind wir aber auch für junge Menschen, etwa mit schwierigem sozialen Hintergrund. Mit Wertschätzung und Kompetenz geben wir Starthilfe für ein gelingendes Leben. Suchtkranke Menschen finden bei uns Begleiter auf dem Weg in eine freie und zufriedene Zukunft. Auch Menschen mit Behinderung sind bei den Zieglerschen zu Hause. Sie erfahren fördernde Betreuung und treffen Freunde fürs Leben. Kinder und Jugendliche mit Hörsprachproblemen betreuen wir vom Kindergarten an. Viele Therapieangebote und Spezialschulen machen sie zu mutigen Menschen, die das Leben zu meistern wissen. Bei den Zieglerschen tragen die Menschen das Herz am rechten Fleck. Genauso ist Ihre Unterstützung bei uns am richtigen Ort. Danke, dass Sie uns helfen, diese Arbeit zu tun. Wenn Ihnen die Musik aus dem Gottesdienst gefallen hat, weisen wir Sie gerne auf folgende CDs unserer Künstler hin. Mit dem Kauf dieser CDs unterstützen Sie auch unsere Fernsehgottesdienstarbeit. Vielen Dank. Wenn dein Tag nicht hell wird, wenn du schon am Morgen müd bist, wenn sich Sorgen gegen dich verschwören, jetzt wünsche ich Ihnen einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal in der Stunde des Höchsten. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Gott segne Sie. Tschüss.